Ja, hallo miteinander. Ich erzähle euch heute ein bisschen etwas über das elektronische Patientendossier in der Schweiz. Der heutige Spaziergang, einerseits mal ein Aufbau allgemein von so einem elektronischen Patientendossier aus internationaler Sicht und dann mal noch der Schweizer Finish. Da ist einiges dazugekommen. So typisch ist, da haben wir einen Haufen eigenständige Gemeinschaften. Also so der kantonliche Geist haben wir auch ins Patientendossier übertragen. So, dann wird noch Daten genutzt werden. Dann nochmal der Fokus ein bisschen mehr statt dem technischen auf dem juristischen, was das dann eben bedeutet und was man damit wiederum kann technisch für Tricks fahren. Und falls es Platz hat, eine Diskussion. Ich muss gerade kurz sagen, ich werde es ein bisschen schnell machen. Ich habe den Vortrag gestern in einer Stunde knapp gehalten und jetzt habe ich 45 Minuten drum. Ja, zum Aufbau allgemein, als Programmierer, jetzt muss man ein elektronisches Patientendossier machen, mit Ärzten und mit Patienten. Man muss sie irgendwie identifizieren, also kommt man mal auf die Idee, zwei Portals zu machen, weil die Funktionen sind recht unterschiedlich, der Umgang mit den Daten selber, und dann haben wir irgendwas, ein Kärtchen, ein Login, irgendwas. Und dann, die Daten sind nicht dort im Betreiber, der dann die Web-Applikation betreibt, sondern irgendwo in einem Spital, also überleiten sich irgendwie ein Firewall, ein Gateway, wo dann die Daten zur Verfügung steht, wo das Portal sich kann abholen. Und hinter dem Gateway ist einfach, sind die ganzen Daten, Permissions, also Zugang, wer überhaupt darf was abrufen, die Liste für die Patienten und am Ende noch Strukturierung, also Directories und Files. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was es braucht. Um es aber zu füllen, kommt man dann wahrscheinlich auf die Idee, die meisten Daten liegen auf einem alten System, also ob man sie irgendwie hindurch noch reinfüllen in das System. Und siehe da, das Konzept wird dann auch übertragen, da hat man dann von sekundären und primären Systemen. International ist das so, seit 20 Jahren wird das rum standardisiert. Das Ganze basiert auch auf XML und Web Services. Also das ist schon 1999 XML-Standardisierung und dann 2000, 2003, 2004 ist man so mit den ganzen Web Services gekommen. Das ist also eine riesen Organisation und da macht die Schweiz nichts Spezielles. Das ist der IHE, die vereinheitlicht so das Ganze. Es gibt zwei grobe Formate, die man da nutzt. Das eine ist DICOM und das andere HL7. In der Schweiz scheint HL7 hauptsächlich vertreten zu sein. Und wenn man da mitmachen will, die sind also recht transparent, da gibt es also sehr viel Dokumentation online. Die ganzen Spezifikationen, man kann auch mitmachen bei Events, um so Interoperabilitätstests zu machen. Es gibt auch von der Schweiz aus zwei Termine, im Herbst zum Beispiel. Kanton und Bund, umgekehrt, Bund und Kanton sind da fleissig dabei, umgekehrt bei E-Voting oder bei EID selber fühlen sie sich auch fähig, ich habe ein Problem mit meinen Augen, darum gebe ich die Daumen, aktiv das mitzuverfolgen, dass das zu passen kommt und so weiter. Die andere Frage ist dann, ob mehr Leute auch das Ganze mehr zum Fliegen bringen. Weil in der Schweiz haben wir, wie gesagt, Gemeinschaften eingeführt. Also wir haben nicht nur ein Gateway, wo alle Daten zentral abgeleitet werden, sondern es gibt sehr viele von diesen Gateways und es gibt ein Register, wo was hinter welchem Gateway steckt. Jede Gemeinschaft kann Daten einstellen, jede Gemeinschaft kann Patienten haben und eben Gesundheitsfachpersonen, so heisst euer Arzt neuerdings. Und Spitäler sind in dem Sinn halt auch Gruppen von Ärzten, die kommen und gehen, die sich dynamisch ändern können. Das hat dann einen wichtigen Einfluss. Zu jeder Gemeinschaft gibt es Metadaten, die schieben also quasi ins Internet raus, welche Dokumente vorhanden sind. Natürlich schon geschützt irgendwie. Und als Patient ist man und als Arzt ist man jeweils einer Stammgemeinschaft zugeordnet und die hat noch ein paar Funktionen zusätzlich. Die Strukturierung werden wir jetzt noch in ein paar Slides ein paar Mal sehen. Eben, und der Staat hat noch eine Funktion, er wird also selber Register zur Verfügung gestellt. Das ist die zentrale Ausgleichskasse, die auch die AHV-Nummern verwaltet. Und da sind wir auch schon im Bereich von man kann possibly go wrong, oder? Wenn man von AHV oder Social Security Number redet. Und die grosse Baustelle im ganzen System ist die EID, die wir vom Slide vorher ja gesehen haben, ist eigentlich sehr zentral, weil eigentlich muss man alles an dem aufhängen. Da gibt es x Varianten und man könnte ja noch und grosse Probleme, weil man herausgefunden hat, es kostet etwa 40 Franken ein Stück, so eine auszugeben und für 8 Millionen sind das dann 300 und mehr Millionen Franken. Und alle finden, ja, wer zahlt das? Ich nicht. Wenn wir einen Deep Dive machen ins Ganze, dann sieht man eine riesige Grafik. Die ist aus der Zukunft, also die ist vom 27.09.19. ja. Also in dem Sinn, gut, als erste Dokumentation. Man sieht einen Haufen Kästchen, aber man sieht, das ist gar nicht so wichtig.
Weil durch das, dass es aufteilt wird auf verschiedene Akteure, gibt es natürlich oft den Consumer und den Producer von diesen Dingen. Jeweils das Kästchen unten, das Kästchen oben und eine Linie dazwischen. Wichtig wiederum das Patientenportal, das Portal für die Ärzte. Dann gibt es da mehrere, also je nach auch Spezialisierung, vielleicht unterschiedliche. Die einen, die Blutanalyse machen und so, brauchen vielleicht andere Tools, die effektiv der Art, die den Patienten vor sich haben, brauchen mehr so Diagnose-Hilfstools. Dann das ganze Monster, das das Ganze zusammenkleben soll, mit dem MPI, dem Master Patient Index. Und dann zentral eben das Gateway, das ist eigentlich nicht anders als ein Proxy. Und wieder ein Gateway gäbe es dann in other Communities. Und wenn man halt etwas nicht lokal findet, geht es über den Gateway und findet es in dem Kästchen drin. Genau. Und zum sich finden, von denen gibt es ja einen Haufen, gibt es die Government Services, die das quasi als Routing zusammenkleben. Und wo die eigentlichen Daten sind, oder wo man sie zumindest mal findet, sind die Secondary Systems. Und jetzt fragt man sich, wieso Secondary sind. Da sind wir offenbar immer noch nicht am Ziel angekommen. Genau. Das ganze Patientendossier ist so ausgelegt, dass man zuerst mal als Arzt die ganzen Sachen auf dem eigentlichen System, die gehabt, einträgt. Und dann mehr oder weniger das automatisch auch noch ins Patientendossier überkopiert wird. Also man hat immer noch eine Kopie von dem Dokument zusätzlich dann in dem Dossier drin. Und ins Internet herausstellen, natürlich geschützt, tut man dann die sogenannten Secondary Systems. Und die anderen sind die Primary Systems. Genau. Nochmal andersrum aufstrukturiert, dass man den Ablauf noch mal ein bisschen besser versteht. Hier am Anfang Arzt und Patient, die haben wiederum ihre Portal und jetzt will man in diesem Portal sich einloggen und effektiv die Daten bekommen. Dann passiert im Hintergrund die ganze Maschinerie, die die Autorisierung auslösen soll. Das ist ein, also eben, zuerst wird mal zusammengesammelt, wo ist der Patient überhaupt überall in welchen Gemeinschaften, um all die Dokumente zu finden. In der Stammgemeinschaft ist so das zentrale Ding, wo quasi alles zusammenläuft, wo man die Gesamtheit der Dokumente verknüpft hat. Und dann müssen die aber unter Umständen geholt werden, wirklich der Download effektiv. Es ist so ähnlich wie, wer es kennt, so Nextcloud-Federierung im Prinzip, einfach noch ein bisschen komplizierter. Und dann kommt die ganze Ebene in das XACML, das ist das Industriestandardprotokoll für zum so dezentral oder verteilt Autorisierungen eben, zu erteilen. So können auch mehrere Systeme quasi zuerst warten darauf, ob die Autorisierung auch tatsächlich stattgefunden hat und dann nochmal ein Element erst dann beitragen. Und das wird zum Beispiel gemacht mit der Verschlüsselung. Wir werden sehen, es wird keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, aber auf Festplatten sind die Sachen wenigstens verschlüsselt und die Schlüssel sind auf einem separaten System. Sie sind also in der Regel nicht auf dem Server selber, der Daten hat. Also man muss in dem Sinne schon das System hacken und nicht nur einen Server. Und eben, die Schlüssel werden dann quasi beitragen, dann, wenn die Autorisierung quasi schon so weit verifiziert worden ist, dass da ein Arzt und ein Patient sich tatsächlich wollen, in die Karten schauen lassen. XACML werde ich jetzt nicht noch detailliert ausführen. Aber dann hat man auf einem System, meistens in der Cloud, VM, wo dann endlich all die Sachen zusammengeklaut hat aus den verschiedenen Gemeinschaften und kann dann endlich aus dem Sekundärsystem die Dokumente quasi von der Festplatte laden, entschlüsseln und dann wiederum per TLS verschlüsselt ans Ziel, also an den Webserver, wo das Webportal zur Verfügung gestellt, verschlüsselt übertragen, wo sie wieder entschlüsselt werden, also liefern sie wieder in Klartext vor und dann werden sie dann im Browser dargestellt. Oder, was man auch werden sehen, die Portale können auch verschachtelt sein im bestehende System, ein Arzt wird in einem Spital wird wahrscheinlich nicht das Webportal nutzen, sondern sein normales System und man kann auf einen Knopf drücken, so quasi Update vom Patientendossier und dann wird das hinten im Server und dann quasi ins Primärsystem auch noch wieder eingebunden, je nachdem. Da nochmal schön dargestellt, also auch Spezialisten, Ärzte etc. werden zuerst ihre Dokumente für ihre eigene Art produzieren und sie dann quasi so vorgeschieben ins Patientendossier. Zu den Zugängen, also die Maschinerie für die Berechtigungen ist eine schweizerische Sache, das macht jeder Staat anders. Da gibt es ein paar Eigenheiten. Es ist ähnlich wie POSIX eigentlich, also so ein bisschen zu einfach für die reale Welt. In der Regel, man hat quasi zuerst einmal kann man einzelne Leute ausschliessen.
Man kann nicht Gruppen ausschliessen, nur einzelne Leute. Das muss man aber explizit setzen. Am Anfang ist die Menge von sich aus natürlich leer. Dann gibt es den normalen Zugriff. Da kann man einzelne Leute und Gruppen zufügen. In der Regel, wenn man im Spital in einer Abteilung wird sein, hat man eine Gruppe von Leuten. Und die Gruppe, die wird man auch nicht selber dann noch benachrichtigt oder wieder gefragt, falls die Gruppe nicht erweitert wird. Also wenn Leute rausgehen oder kommen in die Gruppe, wird das dann einfach passieren und die kriegen Zugang. Das ist interessant, weil das ist ja schwierig zum Umsetzen, falls man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen möchte. Und dann gibt es Dokumente, wo man findet, okay, die möchte ich nicht, dass alle Ärzte, die so beliebig können, anschauen können. Für das gibt es dann eine Stufe vertraulich. Aber das ist in dem Sinn übervereinfacht, dass es nur einmal vertraulich gibt. Es gibt nicht, das ist vertraulich nur für den Arzt und selbst ist vertraulich nur für den anderen Arzt. Also alle Ärzte, wo man dann ein bisschen mehr vertraut, sind dann eigene Dinge und die sehen dann alle alles. Also so kann sich Psychotherapie mit dem verlorenen Kind und dem Drogenproblem und weiss nicht noch was alles so vermischen quasi. Das ist ein bisschen schade. Also da haben wir die Gruppen. Man kann auch etwas ganz geheim setzen, da sieht es gar niemand mehr. Ja, also zumindest laut der Berechtigung. Es gibt eine Stellvertretung, die man setzen kann als Patient, dann noch irgendjemand und die sieht dann so, wie man selber das Zeug sieht. Etwas, was nicht so super rausgekommen ist mit der Gesetzgebung in der Schweiz, ist, dass in der Regel, also es ist zu lose, wie das da der Default gesetzt ist. Dokument landet in der Stufe normal, wenn ich informiert bin. Und nicht in der Stufe vertraulich, also in dem Sinne, es ist eigentlich bei Default alles möglichst weit offen, mit der Idee, dass es auch gebraucht werden kann. Und das ist das eigentliche Ziel der Initiatoren von dem Ganzen. Blaulichtorganisationen können sich jederzeit quasi reinhacken, ohne dass man noch okay geben muss, wenn man quasi so gerade am Jammern ist, es tut einem etwas weh im Krankenwagen. Auch da geht es, da bin ich gestern korrigiert worden, in der Regel ist es bis normal, man kann es aber umstellen, dass es bis auf Stufe vertraulich geht. Die Einsicht. Weißt du, es geht also eine Frage, wie viel braucht man im Notfall? Es gibt viele Informationen, die sind im Notfall nicht relevant. Weil dort geht es in der Regel erst darum, um den Patienten zu stabilisieren. Und das Problem lösen tut man erst später. Und dort schaut man dann auch Inkompatibilitäten, personalisierte Behandlung und so weiter. Also es ist nicht so, dass es immer schlimm ist, wenn gewisse Informationen an den Blaulichtorganisationen nicht zur Verfügung stehen. Es ist natürlich wichtig, Infektionen und so Sachen, die sollten Sie schon wissen. Also HIV-Infektion wäre sehr wichtig zum Beispiel. Okay, also, und jetzt kommen wir so langsam in die Richtung von den Kritikpunkten. Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Daten liegen zwar verschlüsselt auf Server, sie werden aber der Server hat die Möglichkeit, Keys zu beziehen, um alles zu entschlüsseln. Und das kann natürlich dann auch die Organisation, die dann das System hackt oder auch einfach falsch programmiert, wie man bis auch gegeben hat. In dem Sinn kommt der Festplatte oder das Backup-Tape bei der Swisscom, wie auch schon passiert, abhanden, ist das weniger schlimm. Dort sind einfach verschlüsselte Daten drauf, wo der Key an einem anderen Ort liegt, ja nur der halt. Ist nicht gerade sauber, das müsste veröffentlicht werden. Zum Beispiel unter Regeln von der GDPR, also der DSGV auf Deutsch, müsste das auch veröffentlicht werden. Aber eben, das ist schon nicht gerade die grosse Katastrophe. Hingegen, wenn das System gehackt wird, ist das wirklich ein ganz grosses Problem. Und da kann man schön mitlosen, Keys sammeln und dann irgendwann alles abzügeln. Gateway schlüsselt um. Das ist da, wo das grösste Problem zum ganzen Laien hinters Licht geführt werden. Da wird immer gesagt, ja, das ist alles transportverschlüsselt mit bester Verschlüsselung. Lange Zeit hat man Werbung gemacht mit 128 Bit oder AES-Verschlüsselung. Das haben wir seit 20 Jahren. Ist das Kriterium. Ohne das möchte man keine Kreditkartenzahlung mehr machen, wenn es in der Webseite noch nicht steht. Das ist aber alles unnötig, weil TLS braucht erstens noch mal viel stärkere Verschlüsselung heute, wenn man es richtig macht. Aber es ist nur Transportverschlüsselung. An jedem Ende liegt das Zeug im Klartext umeinander und damit ist es hackbar. Aber es ist, Werbung wird immer auf dem Niveau gemacht. Der Rest zu erklären ist recht schwierig. Wer kann die Dokumente nutzen,
berechtigterweise Notfall-Einsatz. Das macht Ende-zu-Ende Verschlüsselung wirklich ein zu einem Problem. Also es ist nicht trivial, wie man es dann umsetzen will. Man muss quasi so Vorratsschlüssel verteilen, wo man dann noch mit einbezieht und sie dann oft rotieren und so weiter. Neue Gruppenmitglieder, das ist also besser gesagt, alte Gruppenmitglieder ausschliessen ist schwierig. Aber sie müssen auf jeden Fall auch Zugang bekommen, manchmal auch, wenn man nicht sofort explizite Berechtigung möchte, als Patient freischalten. Stellvertretung, an dem ist zum Beispiel das besondere Anwaltspostfach in Deutschland gescheitert. Man merkt ja, wenn man die Ferien will, muss man halt plötzlich Dokumente an jemand anderem zugänglich machen, nur für 2 Wochen. Wie macht man das? Ja, man führt eine Zwischenunverschlüsselungsbox um. Und an dem ist es jetzt politisch eigentlich gescheitert, weil es ist gar nicht bewiesen worden, dass die Box im Prinzip jetzt gerade sperrangelweit offen ist, aber es ist halt nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und wissenschaftliche Nutzung, das ist, das Gesetz hat sich so drum herum geredet. Es gibt eigentlich keine klare Antwort. Die Wissenschaft möchte sehr viel Daten, insbesondere Krebsforschung, weil dort geht man so richtig mit dem Big Data Ansatz, möglichst viele Informationen, es könnte alles mit allem verbunden sein. Aber man weiß noch nicht so recht, wie man mit dem umgeht. Es ist eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass die Daten in der Schweiz von der Wissenschaft groß genutzt werden können. Der Hauptgrund ist, sie sind nicht strukturiert. Was man da eigentlich macht, ist, man faxt das Dokument von einer Abteilung zur anderen, druckt es aus, scannt es ein und tut dann das PDF rausgehend mehr oder weniger ins Patientendossier. Das ist so ein bisschen das Niveau, das wir da im Moment werden fahren. International, aber die Standards, die ich am Anfang, die Organisationen, die ich am Anfang erwähnt habe, die haben durchaus den Ansatz, strukturierte Dokumente, Schemas zu produzieren, dass man zum Beispiel eine Blutanalyse schön detailliert kann ablegen kann oder Röntgenbilder genau kann annotieren und so weiter. Was eigentlich noch, wo denn eigentlich effektiv der Vorteil von einer Digitalisierung tatsächlich wäre. Aber Nutzung der Daten. Das ist jetzt nochmal ein bisschen Zusammenfassung oder Auseinanderbrechung vom Slide vorher. Ein wichtiges Ding ist, wenn man mit der Ärzten redet, kommen sie oft gar nicht mit Lösungen von hochentwickelter künstlicher Intelligenz, sondern eigentlich recht triviale Systeme, sogenannte Expertensysteme. Das kann man sich als Regler, mir so eine Filterregel für E-Mail vorstellen. Wenn die Eigenschaft der und der Wert hat, dann ist es das. Und sonst gehst du zu den nächsten Regeln. Das kann man natürlich beliebig kompliziert machen. Im Prinzip fährt man oben links an und hört unten rechts auf. Und zwischen denen hat man halt die Zwischenlösungen. So läuft, wenn ich das richtig verstanden habe, in etwa einfach auch die Diagnose, die ein Arzt manuell sonst macht. Und das hat eben Potenzial quasi zu helfen, quasi schneller durch die trivialen Sachen durchzumarschieren, anhand von strukturierten Dokumenten, aber wenn sie gäbe. Und die gibt es nicht. Das ist wissenschaftlich eigentlich greifbar. Also da versteht man, wenn der Computer falsch gerechnet hat, weil es liegt alles offen da. Es ist nicht KI, wo man nicht weiss, was habe ich für einen Vor- oder Nachteil, wie werde ich profiliert, hat das in 10 Jahren vielleicht plötzlich eine negative Auswirkung auf mich. In dem Sinn, ja. Ein anderes Ding, was in den letzten paar Jahren, da bin ich ein bisschen kritischer, Selbstdiagnose auf Basis von Chatbots, wo man einfache Fragen stellen kann oder wo einem daran erinnert, du, das Medikament solltest du es wieder mal nehmen. Und zwar gibt die Dosis. Und selbst Einweisung, wenn man sagt, man hat irgendwie in etwa das und das Problem, wenn man am Fuß ein Problem hat, dass man vielleicht nicht gerade zum HNO geschickt wird, oder? Dass man quasi den eigenen Arzt überspringen kann. Anonymisierung ist immer so eine Sache, man kann eigentlich nicht mehr anonymisieren, besonders in der Medizin, nur schon das Blutbild ist eigentlich so ein Fingerprint, dass man sich aus der ganzen Bevölkerung hat man eigentlich fast ein eindeutiges Blutbild. Also da muss man quasi anfangen, wirklich verwürfeln die Daten, also wie das Rauschen reinführen und dann so wieder damit rechnen, dass das systematisch gemacht wird. Ja, das ist so von sich aus eine Kunst, eine Wissenschaft für sich und da wird höchstwahrscheinlich eben nicht anonymisiert, sondern höchstens pseudonymisiert. Was es auch ein Problem gibt, ist eben, wenn man nur noch Daten zur Verfügung stellen möchte in einem Patientendossier oder wirklich zur Verfügung stellen, wird man ja dann in Experiment genutzt. Dann ist man dann manchmal aber auch in einer Kontrollgruppe oder zum sie validieren. Und die Frage ist, habe ich denn auch einen Vorteil? Oder was ist denn, wenn dann eigentlich rauskommt,
dass ich ein Problem hätte, das müsste ich möglichst früh lösen, aber ich halt rein aus dem Setup, damit es statistisch richtig korrekt gemacht wird, dann halt nichts. Kein Feedback kann. Oder, oder es auch nicht darf haben, weil es ja angeblich anonymisiert ist. Das ist in dem Sinne eine ethische Frage. Will man das überhaupt wissen von Leuten, dass sie eigentlich den nächsten umkommen und man eigentlich könnte ihnen helfen und es einfach aus anderen Gründen nicht machen. Zum mittleren Fall, eben die Chatbots und ein Haufen unstrukturierte Daten, das ist aus der Publikation vom Januar 2019 von Neapel, da gibt es auch Universitäten, wo sinnvolles Zeug machen eigentlich. Wer die Tools kennt, Spark, Hadoop, MongoDB, das sind alles schemalose Datenbanken und für künstliche Intelligenz zum da Programm damit zu bauen. Und das ist kommerziell, das ist eine Marke, IBM Watson. Man weiß nicht so recht, was alles dahinter steckt, aber alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, vermarktet IBM unter dem Namen. Und sie haben sich ein System ausgedacht, wo man eben kann quasi an das Patientendossier ankoppeln kann und all die Dokumente möglichst parsen und Strukturen aus extrahieren, um dann können gescheite Antworten geben mit dem Stand der Technik, was heute Chatbots so können, machen. Das ist der Ort, wo die meisten Data-Leaks im Moment passieren. Wenn solche Datenbanken rumliegen im Internet, die haben von Haus aus kein Konzept von Trennung, von Permissions, von Verschlüsselung und so weiter. Also da kennt man einfach alles in der Datenbank, da hat es ein Admin-Passwort und der Anwender in der Regel Zugriff zu allem. In der Regel kann man höchstens abschotten, dass nur ein Anwender lesen kann, aber alle können lesen. Das hat dann damit zu tun, wenn man unstrukturierte Daten hat, ist es auch schwierig, eine Struktur zu definieren, wie das die Zugriffsregelung soll funktionieren. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also da werden, wenn man das einfach so naiv hinein anflanscht, können da ein Haufen Daten natürlich verloren gehen. Weil die werden ja extrahiert und das ist dann eine Kopie. Die sind ja nicht mehr im Sekundärsystem sicher verschlüsselt und sicher geschützt, sondern eben eine Kopie zu. Derby Dragons. Ist also das ganze System, wie es aufgebaut ist, hochkomplex, sehr viele Schnittstellen, man kann sehr viele einzelne Komponenten von anderen Herstellern nehmen und zusammenbauen. Das ist ein bisschen ein Baukasten für viele Data Leaks. Es gibt von ein paar guten den Versuch, die Konnektoren, eben die Primär- und Sekundärsysteme, möglichst die automatischen Datenfluss zu bewerkstelligen. Das hat einen lustigen Nebeneffekt, dass sie eben auch die Identifikationselemente eben transparent machen. Damit hat dann der Arzt eben nicht mehr das der Token oder so zum direkt ins Sekundärsystem, also im EPD, sich zu bewegen, wo er selber bedient, sondern das tut man dann in Server und auf den Server und mappt das dann mit In-House Active Directory oder was auch immer Logins, die der Arzt eh schon hat. Das ist also wieder eine Zentralisierung von der Sicherheitselement, wo man kann, wenn man das angreift, dann hat man gerade wieder Zugang zu allem auf einmal. Es skaliert also wieder wunderbar für den Angriff. Datenschutz wird oft als gesamtes Ding gesagt, der Schweizer Datenschutz wird natürlich bewahrt und das ist Arztgeheimnis und alles. Wenn man das System aber anschaut, dann besteht aus mehreren Komponenten, die man auslagern kann. Und die Kommunikation zwischen diesen Systemen, die unterliegen, da gibt es kein Gesetz, das die selber regelt, sondern das sind die einzelnen Baukästen, die haben, die unterliegen Gesetzgebung, ganz unterschiedlichen. Aber so, wenn man die Daten, die dort rausgehen und am anderen Ort reingehen, wenn die einen gewissen Pattern haben, oder man kann es sogar steuern, wenn man sieht, dann kann man eben gleich wieder daraus herauslesen, was ist. Also wenn ich in einem Aussenquartier an einem Ort das EPD bediene, als Kunde, wird Swisscom höchstwahrscheinlich kapieren, dass an dieser Adresse ja nur ein Spezialist für weiß nicht was ist, dass sie dann höchstwahrscheinlich das Problem haben. Anyway. Identity-System, von denen gibt es gerade viel. Und eins werden wir noch kurz sagen, das HIM-Gateway haben wir jetzt angesprochen, das quasi das Ganze wegnimmt vom Anwender und seinen Server runter. Ein Ding, das bekannt ist, ist SwissID. Das hat man
marketingmäßig abgekündigt, aber es gibt es rechtlich gesehen immer noch, also die digitale Unterschrift. Das ist die einzige anerkannte digitale Unterschrift in der Schweiz. Das ist ein Dongle, den man muss im Computer einstecken und einen PIN-Code auf einer Software eingeben. Und das ist eigentlich ein Client-Zertifikat auf technischer Ebene. Das Gesetz sieht vor, dass man die Sicherheitselemente als Inhaber von der Unterschrift muss können unter voller Kontrolle haben. Das schließt eigentlich so Zeug aus, wie dass Swisscom ihre SIM-Karte nutzt, um dort drin nochmal einen Private Key zu machen, wo ich dann kann mit Fingerprint und weiss nicht was alles freischalten, jede einzelne Unterschrift. Ich kann eine SIM-Karte kann ich nicht unter voller Kontrolle halten. Also ich kriege da keinen Root-Zugang. Oder ich kann nicht meinen eigenen Secret Key, den ich offline generiere, dort rein abspitzen. So weiter. Also das schließt sich eigentlich aus meiner Meinung, aber es gibt ein paar Hinweise, die ich habe, dass es eben doch versucht wird, mit Mobile ID zu machen. Dann gibt es, wichtig bei Spitälern, alles was sie machen, müssen sie natürlich auch aufbewahren. Das Archivgesetz gibt da noch ganz eigene Regeln vor. Zertifikatstellen, also dort muss man zum Beispiel Signaturen erneuern. Also man geht davon aus, dass die Krypto veraltet. Also wenn man sie alle 7 Jahre oder so halt eine neue Signatur ausstellen und die alte drinnen verpacken, so grob gesagt. Also man baut so eine Chain. Und das ist eigentlich das pure Gegenteil von wie man anderen Orten Signaturen versteht. Der Übergang, wo man jetzt lang versucht hat oder gehofft hat, ist, dass man mit dem neuen, mit der E-ID, mit der Swiss-ID, ganze Probleme schlägt. Und dann, dass man insbesondere mal irgendwelche Banken und so das System zahlen lässt und nicht den Endanwender. Also nicht die 40 Franken irgendwo sonst jemand zahlt und sie dafür wieder rausholt, weil sie irgendwelche Prozesse vereinfachen können. Eigentlich gar nicht eine dumme Idee. Aber in dem Gesetz ist es so hin und her ziehen, man will ein bisschen noch alle möglichen Features reinbauen, damit es technisch am Ende gar nicht wirklich umsetzbar ist. Ein lustiges Ding, was ich von mir aus den ganzen Knie geschossen haben, jetzt ist, man darf sie weitergeben. Wenn man in die Ferien geht, darf man sie halt überlassen, irgendwie einem anderen Angestellten in der Bude für 2 Wochen oder so, und ich kann dann im eigenen Namen halt die EIG nutzen. Ja, das Problem ist halt, es sind super sensible Daten, und das schließt von mir aus jetzt aus, dass man in dem Fall die EID wird können im Bereich Medizin brauchen. Wenn man Identity Provider oder Identity Services neu anschaut, was man im Internet braucht, also sei es Facebook Login, Google, OAuth, allgemein GitHub Logins, all das Zeug, was es da gibt, digitaler Pass und EID auch, da läuft man immer irgendwie im Kreuz, im Dreieck. Man hat einen Client, der etwas will, also der Mensch dahinter, der seinen Client bedient, und der will jetzt Zugang zu irgendeiner Ressource von einem Server X. Und der Server X sagt, ich will zuerst einen Beweis, dass du das bist, und erst dann gebe ich Zugang. Und dann muss der Client also zuerst zu einem anderen Server senken, und das ist der Identity Authorization Server, also der Identity Provider. Und dann bekommt er so ein Einmal-Ding und dann zurück der Client und das liefert er dann beim Ressource-Server ab und kriegt dann endlich die Ressource. Jetzt kann man da irgendwie in der Regel einen von diesen 3 Beinen auslassen, also implizit machen, dass da nicht effektiv Informationen hinfließen müssen, sondern zum Beispiel ein Zertifikat stellen, das Zertifikat unterschreibt für die nächsten 2 Jahre. Oder das kann man manuell, kann man Admin das übertransportieren, dann hat man das erste Ding da gemacht. Aber 2 müssen immer online sein. Mal interaktiv. Jetzt kann man es kehren, man kann irgendwie das da weglassen oder das da weglassen, dann hat man halt die 2 online oder die 2. Was der Sinn davon ist, der Identity Server, Identity Provider kriegt eigentlich immer mit, wenn man irgendwo gerade etwas will. Unter dem kommt man eigentlich fast nicht um ohne Telepathie oder verschränkte Photonen. Das ist das eine Problem. Das andere, ich muss schauen, der Zeit. Oh, nur eine Viertelstunde. Okay, das ist hin, eben da ein zentraler Rechenserver, der das Mapping macht von Identitäten. Da kann man natürlich, wenn man sich da reinhackt, ist es egal, was da für eine Autorisierung stattfindet. Wenn man da Zugriff hat zu den Keys, dann kommt man auch in jegliche Datenspeicher rein. Hin hat also einen Ansatz, dass sie immer ein Gateway verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man nachher den Internetanschluss vorne anhängt und dann macht das magischerweise alles, damit man mit dem Legacy Windows XP-System weiter kann arbeiten. Ja, es wird ein bisschen übervereinfacht, aber trotzdem.
Sie haben auch lustige Ideen, also Zwei-Faktor-Authentikation via Soundproof zu machen. Das ist das gleiche wie die schwarze Kästchen, die die SBB letztes Jahr die APG, glaube ich, auf ihren Reklamenposter im Bahnhof gerade hat, wollte ich tun, wo ein bisschen Aufschrei provoziert hat. Ich glaube, da kann man natürlich im Wartezimmer natürlich auch mithören. Also, das ist ein relativ einfacher Meinung damit. Swiss ID ist definitiv auch ein Mitmischen. Das ist bei vielen nicht so auf dem Radar gewesen, aber es ist, da gibt es Slides, das hat eHealth Aargau auf Twitter gepostet. Das ist ein Foto von einem Slide von einer Präsentation. Also sie beschreiben da, es ist klein natürlich, das Online-Eröffnen von einem Patientendossier. Wenn man die ID schon hat, irgendwie von der UBS schon eine bekommen hat, dann kann man sich da quasi direkt anmelden und den ganzen Prozess automatisch durch. Und dann hat man das eröffnet bei, ich weiß nicht bei wem, also das wird dann wahrscheinlich bei der Swisscom oder so sein, hast du dann das Patientendossier gefunden. Man kann es auch beim Arzt eröffnen, aber da höre ich von Ärzten, dass sie nicht so Lust haben. Also, sie haben anderes zu tun. Und auch ganz witzig, ja, wer soll das bezahlen, fragt sich der Kanton alle Stellen. Also Tipp, Stammgemeinschaften wohl kaum. Also ich mag es, wenn staatliche Stellen so ein bisschen zynisch werden. Ja, also ich glaube schon, das ist der eHealth Aargau ist und um eHealth, also der Bund und Kantone koordinieren, oder? Das hochoffizielle Dokument. Das ist jetzt eine von diesen Stellen, eine von diesen Gemeinschaften, die sie aufbauen. Genau. Und dann, also wer zahlt es? Das ist von Elka. Das ist eigentlich eine bekannte Software, also eine unbekannte, aber sehr verbreitete Softwarebude in der Schweiz. Die hat ihr eigenes System gebaut. Da steht FIDO 2, das habe ich kurz darauf hingewiesen. Also die Menge an Standards, die man sich da versucht, wird immer grösser. Also der EID ist so mehr oder weniger Facebook-Login, nur auch 2. Jetzt, zu denen hast du kurz angehört. Die einzelnen Systeme, also die Identity Provider, wieder das Webportal, Metadaten, die Zugriffskontrolle und dann die Sekundärsysteme, die unterliegen jeweils einzelnen Rechtsgrundlagen. Also da gilt zum Beispiel das Arztgeheimnis und es steht explizit, dass technische Mitarbeiter, die nicht Ärzte sind, also die IT-Menschen, die müssen äquivalent zum Arztgeheimnis behandelt werden. Was das vor Gericht heisst, ist dann noch offen. Also dort haben sie in der Regel keine Schweigepflicht. Wenn trotzdem nicht, aber man versucht es zumindest mal so äquivalent zu machen. Da sind Berufsgeheimnisse dahinter und dass man sie nicht verkaufen darf und so weiter auswerten. Identity Provider ist privatrechtlich, da kann man mehr oder weniger abmachen, was man will. FrisSign verspricht zwar auch auf Basis des Gesetzes, dass sie da keine statistischen Auswertungen verkaufen, aber für sich selber dürfen sie es eben sehr wohl machen. Und wenn man dann schaut, wer alles in dem Konsortium drin ist, also wer für sich selbst ist, ja, es ist eine Privatbank, es ist die Mobiliar, es ist Swisscom und weiss nicht wer alles. Also so, alle die Grossen sind halt sich selbst, oder? Das ist das eine, also man kann den einzelnen Klötz kann man durchaus Daten trotzdem rauskriegen. Und das andere ist, zwischen diesen Blöcken geht die Kommunikation hin und her. Und Swisscom hat sich gerade vorgestern in die Medien gekommen, die Kasse, der Konsumentenschutz regt sich gerade brutal auf, weil sie hinterher sich das Recht zusprechen lassen von ihren Kunden, dass sie mehr oder weniger alle Daten dürfen analytisch auswerten. Das heisst, was sie denn in ihrer Cloud, insbesondere wenn dann jede Komponente am Ende in ihrer Cloud läuft, können sie inzwischen innen, aus dem Traffic sehr viel rauslesen. Extra oder nicht extra? Weil Swisscom hat so einen sogenannten Data Lake. Da läuft eigentlich jeder der Netflow, oder wie das heisst, Dings aus irgendeinem Router mehr oder weniger direkt in den Data Lake. Also jede TCP-Verbindung und so hat irgendeine Bedeutung für sie. Und da wird dann KI angewendet. Das heisst, man weiss dann nicht mehr genau, wie sind die Resultate zustande gekommen. Ist jetzt da aus Traffic, aus dem Bereich Help auch etwas eingeflossen? Oder? Das ist eine sehr schwierige Sache und es läuft völlig unter dem Radar. Weil insbesondere die ganzen Juristen schauen die jeweils immer nur einen Kasten an und sehen überhaupt nicht, dass diese Verbindungen durchaus eine grosse Bedeutung haben. Und noch schlimmer, wenn man selber noch die Software dazu schreibt, für mehrere Blöcke kann man natürlich das Protokoll, zwischen den beiden Enden von diesen Pfeilen steckt jeweils das Protokoll, das kann man natürlich so tunen, dass man
extra noch ein bisschen Informationen rausholt. Und da den Nachweis führen, dass es nicht extra passiert ist, dass es ein dummes Versehen ist, ist natürlich extrem schwierig. Ja. Weil man auch nicht unbedingt Zugang hat zum Source Code überhaupt. Das läuft ja in ihrer Cloud. Ich wäre also selber froh, wenn ich da mehr Hinweise, mehr Informationen bekäme, um das durchleuchten können. Aber zum Datenschutz. Datenschutz ist gewährt, ist die schlimmste Floskel in der Schweiz. Unser Datenschutz ist grottenschlecht, insbesondere wenn es im Bereich Privatwirtschaft ist. Auf Bundesebene haben wir einen Datenschutz, das betrifft nur Bundesorgane und Private. Und auf Kantonsebene muss jeder Kanton seine eigenen kantonalen Ämter regeln. So läuft das in der Schweiz. Weil wir haben in der Verfassung der Schweiz eigentlich nicht am Bund Kompetenz zugesprochen, sich um Datenschutz zu kümmern. Es ist eigentlich eine kantonale Angelegenheit. Darum, obligatorische Krankenkasse, AHV, so Sachen, das sind alles staatliche Aufträge, Pflicht, das läuft unter dem zwingenden Bundesrecht. Da kommt man auch eine Verfügung über, statt einer Abrechnung. Wenn man aber HNO-Modelle und so Zeug macht, dann landet man plötzlich in der privatwirtschaftlichen Bearbeitung durch Private. Zusatzversicherungen und so weiter. Und da kann man eben dann auch datenschutztechnisch vieles wegbedingen, Datenschutzvereinbarung. Und die sieht dann zum Beispiel so aus, oder? Ich befreie Ärzte, Spitäler, Therapiezentren, private und öffentliche Versicherungen, soziale Organisationen und zuständige Behörden, also alle, vom Berufsgeheimnis gegenüber, die Versicherung, damit letztere sämtliche Akten einsehen können, betreffend meine früheren gegenwärtigen Schadenfälle. Und so weiter. Also, da ist nichts mehr rum von Datenschutz. Wenn man das ist jetzt ein bisschen kompliziertes Leid, das ist überspannt, das ist ein bisschen zu viel für die letzten paar Minuten. Grob gesagt, der Patient hat drei mögliche Dokumente, die mit Hand gedruckt und das Zeugnis, das nichts aussagt, das sagt nur, ja, der Patient ist bei mir gewesen und er hat ein Problem. Das ist mehr oder weniger der Inhalt von einem Arztzeugnis. TARMED, das ist die Abrechnung, das sagt zwar, dass eine Blutanalyse passiert ist, aber es steht nicht drin, ob sie gut oder schlecht rausgekommen ist. Das ist eigentlich das, der Informationsstand, wo eigentlich Krankenkassen, Versicherungen sollten bekommen und nicht mehr. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bericht, Austrittsbericht etc. Es gibt aber einige Probleme. Der eine, wo man bekannt ist, ist, die Dokumente werden jetzt schon ohne elektronische Patientendossieraufwertung oft von Ärzten und Spezialisten an Treuhänder übergeben. Weil die lieben Versicherungen zahlen oft ein halbes Jahr lang die Rechnung nicht. Das ist recht kompliziert. Das heisst, die wenden sich an Treuhänder. Treuhänder gehen wiederum mit den Dokumenten zu der Versicherung und sagen, zahl endlich. Ein Treuhänder hat weder Arztgeheimnis, noch ist er befugt, an die Informationen heranzukommen. Noch sollten sie wissen, weil letzten Endes leben wir in der Schweiz in einem kleinen Staat. Also, man kriegt von Kollegen mit, was sie für Boboli haben, wenn man als Treuhänder unterwegs ist. Also da liegen schon mal Informationen. Dann eben durch die Datenschutz und Schutz, die es gibt, liegen halt ganze Dokumente, werden eingefordert, weil sie extra kompliziert sind. Es ist interessant, die Daten zu bekommen. Und eben der Unterschied zwischen dem obligatorischen und nicht obligatorischen hilft natürlich auch nicht. Also da ist die Kacke richtig am Dampfen. Wo sie auch bei den Identitätsprovider ist sie am Dampfen, aber die können sich das einrichten, dass sie halt jede Zuckung mitbekommen, wer mit wem. Sie wissen dann auch nicht, wie die Analyse vom Blutbild herausgekommen ist, aber sie wissen immerhin, dass man nach einer Analyse vom Blutbild noch zu einem Spezialist XY gegangen ist. Oder? Und nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Systemen, die eben nicht wirklich in den Spitälern laufen, sondern ausgelagert an genau zwei Buden, das ist die Post und die Swisscom. Das sind die einzigen zwei Buden, die gesamtheitlich es geschafft haben, ein System aufzubauen und anzubieten. Ja, und so läuft es dann auch mit den ganzen Schnittstellen, wo man Daten abzweigen kann, extra, also auch bewusst, oder? Indem man sich legal halt geschickt positioniert oder auch einfach wirklich unverhofft. Ist dann Januar 2018 sind 3 Millionen Norwegerinnen müssen daran glauben, dass sie also kein Datenschutz, kein Arztgeheimnis mehr. Man weiß bis heute nicht, was passiert ist, aber man weiß, dass die Daten abgeflossen sind.
Im April 2018 sind irgendwie 1,5 Milliarden sensible Dokumente, also auch besonders heikle Patientendaten, abhanden gekommen, das ist jetzt international. Am 20. Juli haben sie dann komplett Kernschmelze genannt. Es sind 160'000 Patientendaten in Singapur außer Kontrolle, also auch der Ministerpräsident, ist jetzt alles offen. Da geht es darum, um die Tokens, also am Anfang die Berechtigungsberechnungen, da kann man noch so einen sicheren Token haben, wenn man dann am Ende halt trotzdem per Default zum Beispiel Zugang gewährt, also im Protokoll einfach einen Fehler macht. Oder zum Beispiel PHP vertraut, also Hash richtig rechnet. Dann hat man halt auch dort ein Problem. Das war jetzt im Oktober 2018, dann sind verwandt. Und das Jahr im Februar Telemedizin, Aufnahme von Telefonberatungen, also quasi den privatrechtlichen HNO-Modell oder so. Also wie nennt man das? Telemedizin-Modell. Oder sind halt dummerweise im Internet gelandet. Plaintext hätte man herunterladen können. Und das sind Schweden, also Norwegen, Schweden. Wir sind da durchaus in Europa. Genau die gleichen Systeme, die gleichen Standards werden da benutzt. Außer eben da die Gemeinschaften, die Schweizer Dings on top. Es ist auf jeden Fall berechtigt zu sagen, dass es auch in der Schweiz wird zu grossen Datenpannen kommen. Ja. Das war es eigentlich. Da wird noch ein Bild ein bisschen klarer dargestellt. Wer es erkennt, das ist Metropolis von 1921, glaube ich. Also da hat man schon gedacht, ja, Zukunft, weiß nicht was das alles oder wie die dann ausgesehen wird. Hochhäuser, grosse Städte, Haufenverkehr, Hochbahnen und so weiter. Also Digitalisierung müssen wir ein bisschen mehr beherrschen und nicht einfach hoffen, dass wenn man sie anwurschtelt, sie dann eine tolle Zukunft bringt. Das ist so die Botschaft von dem. Ja, Diskussion, Fragerunde. Wäre jetzt eröffnet. Also eine Variante, jetzt, um da ein bisschen Schub dagegen zu geben, wäre, dass man die Beweislast umkehren würde, anstreben, wenn es die ersten Probleme gibt. Weil es als Konsument und Patient haben wir keine Chance, gegen den Moch auszukommen. Und aus dem Grund müssen wir schauen, dass die dann beweisen, dass sie es richtig gemacht haben. Das Problem ist ein bisschen, wer ist sie? Also ja, eben der Beweislastumkehr ist im Prinzip eine gute Idee, finde ich, für IT-Systeme. Das Problem ist, Spitäler wollen das eigentlich gar nicht. Sie warnen davor, dass das nur minimst eingeführt wird, sodass es halt, dass man kann sagen, ja, erfüllt, check. Aber eigentlich kostet es nur für Geld. Wer ist effektiv? Wer will es wirklich? Es ist so ein bisschen diffundiert, diffus. Wir müssen jetzt schon denken, wer muss was liefern oder wie tut man das formulieren, damit die Intensivmittelbeweis liefern und nicht ich als Konsument bzw. Patient. Ja, also nochmal das Problem ist, die Haftung ist ja minim. Also die wird im Gesetz zu der EPD wird das gar nicht speziell behandelt. Und haften tut man ja nur für Schaden, den man auch nachweisen kann. Und das ist oft das Prozent vom effektiven. Ja, man kann es nicht Schaden nennen, rechtlich, aber Zeug, wo man jetzt Problem hat, weil es passiert ist. Ja. Da müssen wir wirklich eine grobe neue, quasi zusätzliche Rechtsprechung entwickeln. Ja, wir müssen ja. Einfach reinklagen. Könnte noch. Ja, gerne, nur zu. Also, es wird gerade zusammen mit der MEID gar nicht davon aus, kann man durchaus ein paar strategische Klagen anzetteln in diesem Bereich. Man kann ja. Die Softwareentwicklung in diesem Bereich. Sonst bin ich schon recht stark reguliert, wie man Software muss entwickeln. Man hat alle Security-Standards, die man einhalten muss, weil es live-critical ist und so Zeug. Ist denn das bei solchen Sachen gibt's dann auch so darum, dass man einfach für seinen Softwareentwicklungsprozess gezwungen ist, um quasi. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht konkret. Ich weiß aber, dass sie sich schon Mühe geben. Also es ist schon eine grosse Industrie und eben die Hackathons, die sie da machen, wo sie die ganze Sache prüfen. In dem Sinn, es wird da schon sauber
ein Softwareprojekt sauber geführt. Aber es ist von mir aus, das Problem ist eben, dass die Grundvoraussetzungen, die Grundstrategie einfach schon zum Scheitern verurteilt ist. Oder? Wenn man von Anfang an Ende-zu-Ende Verschlüsselung fordert, dann kann man ganz korrekt ein unsicheres System bauen. Und das auch prüfen und zertifizieren etc. Es ist dann einfach nicht das Beste. Und das ist so, wie ich Zertifizierungen auch in diesem Bereich vermute, dass sie passieren. Ja. Wie vor ist es eine Heizorganisation und so? Also, wer? Die Heizorganisation und all die Verbände und so zu medizinischen tätigen Leuten. Haben die kitschige Grundhaltung oder sind die hinterher, wie wären es gestern schon? Oder wie stehen die zu dem Ganzen? Ist also mir ist niemand bekannt, der das irgendwie gestern schon möchte. Aus dem elektronischen Patientendossier. Also das Problem, wo insbesondere die Spitäler haben, die Ärzte sind eh schon überlastet mit Bürokratie. Also sie sind schon mehr mit den Medienbrüchen beschäftigt und alles reinpöckeln müssen, als dass sie könnten wirklich Ärzte sein. Und da sehen sie natürlich sehr kritisch, wenn man nochmal ein System abfüllen muss, wenn es schlecht integriert ist, dass sie eben nicht wollen. Die Integrationsstufe wird bei den Spitälern als höchstwahrscheinlich tief prognostiziert. Also eben, dass sie einfach Kopien überschieben, damit es gemacht ist, aber dass sie das nicht wirklich werden nutzen. Was ja auch wieder eigentlich schade ist für den ganzen Aufwand, den man treibt. Bei den privaten Hausärzten etc. gibt es glaube ich so einen Generationenkonflikt. Die Jüngeren finden, ja du, wieso nicht, kann ich brauchen. Die Älteren finden, ich bin viel schneller mit meinem Papierregister. Und ich gehe jetzt sicher nicht zwei Jahre lang das überschieben. Also, was ich kann sagen in diesem Zusammenhang, eins sind ja auf Abswärtmeister zusammen mit dem Spital. Und da ist es aber seit diesem Jahr die Situation so, dass die Spitäler jetzt proaktiv anfangen, dass sie so Dossier nur noch über sein Netzwerk bekommen. Und da ist jetzt eigentlich ein Wandel im Gang, der ab von den Spitälern rauskommt. Und das ist noch spannend. Sie sind müde, ja. Also ja, die Spitäler sind die Einzigen, die verpflichtet sind. Eigentlich. Jetzt recht damit so. Innerhalb von einem Jahr müsste sie eingeführt sein. Ja. Ich glaube, April 2020. Ah, okay. Also das ist, wenn ich... Spitäler. Ja, letztes Herbst, glaube ich. Ah, okay. Weil das ist wirklich so, mir recht gewohnt. Und was... Das muss ich kurz in die Runde fragen, weil ich glaube, Viertel vor wäre es fertig gewesen und es ist gerade anschliessend wieder ein Vortrag. Also ich möchte nicht jemand anders aufhalten. Ist das so? Ja. Dann würde ich sonst die Diskussion halt noch draussen gerne weiterführen. Gut, danke.